Bei den biografischen Lektionen aus dem ersten Buch Mose sind wir bei Noah angelangt. Noah, einer ist anders. Nach der Entrückung Henochs macht Gott seine Geschichte mit einem Mann namens Noah. Inmitten einer verdorbenen, gottlosen Gesellschaft lebt Noah ein gottesfürchtiges, frommes Leben. Von ihm lesen wir: Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Noah war zu seiner Zeit eine absolute Ausnahmeerscheinung. Obwohl alle um ihn herum ein gottloses, ausschweifendes Leben führten, lebte er ein frommes Leben in der Gegenwart Gottes. Er war für seine Zeitgenossen ein helles, unübersehbares Licht. Er war ein Mann des Glaubens und ein Prediger der Gerechtigkeit. Gott kündigt eine Sintflut an und gibt Noah einen Auftrag, ein Schiff, eine Arche zu bauen. Und obwohl Schifffahrt zu der damaligen Zeit unbekannt war und die Menschheit weder Überflutungen noch Regen kannte, entscheidet sich Noah, Gott zu gehorchen und den Auftrag auszuführen. 100 Jahre lang baut er die Arche, bis sie fertig ist. Durch den Gehorsam, der sich im Bau dieser Arche äußert, lebt Noah seinen Glauben ganz praktisch vor den Augen der ganzen Welt aus. Und so lesen wir von ihm im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah steht zu Gott. Sein Glaube zeichnet ihn aus. Er tut, was ihm Gott befiehlt, ohne Beweise oder wissenschaftliche Bestätigungen zu haben, dass es eine Sintflut geben kann. Von Noah lernen wir, was Glaube ist und wie wertvoll und kostbar dieser Glaube in den Augen Gottes ist. Noah findet Gnade in den Augen Gottes. Diese Gnade findet jeder, der glaubt. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Glaube Noahs ist sehr schlicht, kindlich und praktisch. Immer wieder lesen wir über ihn: Noah tat alles, was ihm Gott gebot. 100 Jahre lang baut Noah die Arche nach Gottes Vorgaben, ohne einen Beweis dafür zu haben, dass die Sintflut überhaupt möglich ist und tatsächlich kommen wird. Noah, ein Mann, steht fest an Gottes Seite gegen den Rest der Welt. Noah wurde im Jahr 1056 geboren. Der Einfluss seines Urgroßvaters Henoch, obwohl dieser bereits vor 69 Jahren entrückt ist, als Noah geboren wird, muss trotzdem eine große Rolle für ihn gespielt haben. Vermutlich waren auch sein Opa Methusalem, und der ein Sohn Henochs war, und sein Vater Lamech fromme Männer und unterstützten Noah. Gott braucht mindestens einen Mann, der mit ganzem Herzen bei ihm ist. Durch ihn wird der Fortbestand der gesamten Menschheit gesichert. Weil Noah fromm und gottesfürchtig ist und Gott vertraut, steht Gott zu Noah. Noah findet Gnade in den Augen des Herrn. Die Gnadenerweise Gottes an Noah sind groß und vielfältig. Gott rettet ihn allein mit seiner Familie vor der Sintflut. Er verschont aber auch seine Eltern und Großeltern vor der Sintflut. Sein Vater stirbt im Jahr 1651, 5 Jahre vor der Sintflut, und sein Opa im Jahr 1656, im Jahr der Sintflut. Gott redet mit Noah und hat direkte Gemeinschaft mit ihm. Gott macht Noah zum Erhalter der menschlichen Rasse und er wird zum neuen Urvater von jedem Menschen, der nachsintflutlichen Welt. Wir alle
stammen von Noah ab. Noah ist in gewisser Weise der zweite Adam. Gott schließt mit Noah einen Bund, der bis heute gilt. Es wird keine Sintflut mehr geben auf Erden. Und das Zeichen dieses Bundes steht bis heute am Himmel. Es ist der Regenbogen. Noah stirbt im Jahr 2006 mit 950 Jahren. Abraham wird im Jahr 1948 geboren und ist 54 Jahre alt, als Noah stirbt. Es ist durchaus möglich, dass die beiden sich gekannt haben, getroffen haben und miteinander geredet haben. Noahs Sohn Sem lebt noch 35 Jahre nach Abrahams Tod. Noah wird zum Vorbild der Wiederkunft Jesu. Jesus sagt, dass es vor seiner Wiederkunft genauso sein wird wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Noah wurde von Gott gerecht gesprochen durch den Glauben und wurde in die Hall of Fame aufgenommen, die Halle des Ruhmes. Er ist ein Held des Glaubens. Sein Name steht prominent im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, in dem die Helden des Glaubens aufgezählt werden. Noah steht für uns alle als Vorbild da. Er macht uns Mut, fromm und gerecht mitten in einer gottlosen Gesellschaft zu leben. Mut, durch den Glauben Gott zu gefallen und den Willen Gottes zu tun, was immer die Konsequenzen auch sein mögen.